Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part Landwirtschaftssimulator 15 Real Life. Im letzten Part mit Pascal. Moin. Der Sascha ist immer noch verschollen, der wollte irgendwo ein Bierchen trinken gehen, hat er sich ein paar Tage freigenommen und seitdem war er nicht mehr gesehen. Aber der kommt wieder, hoffe ich. Sonst lassen wir ihn polizeilich suchen. Wir sind im Moment dabei, während unsere Felder ja wieder wachsen, das hatte ich ja gesehen, hier so ein paar Missionen zu machen. Ich habe den Part der Mähmission übernommen und Pascal den Part der Liefermission. Hat auch gerade eine unheimlich starke Idee gehabt, wie wir das Ganze noch aufpimpen könnten. Indem wir eine Liefermission annehmen, bei der Reederei den Mais kaufen, diesen Mais dann der Reederei wieder zurückliefern und ja. Und dafür das Geld kassieren, ne? Genau. So, nochmals für alle, die sich wundern, im Multiplayer funktionieren die Ampeln nicht. Ja, das sollten die meisten Leute einfach wissen. Es liegt nicht daran, dass da kein Mod drin ist. Also ihr braucht mir schreiben, hey, nimm mal den Ampelmod damit rein, damit die Ampeln wenigstens funktionieren. Im Multiplayer funktionieren keine Ampeln. Aber wenn wir diese Map, oder wenn ich diese Map auch mal im Singleplayer spiele, was ja schon so einigermaßen angeplant ist, dann werden wir die auch garantiert dran machen. Nur momentan weiß ich nicht, wann ich die mal Single spiele, weil so viele Leute als Gäste auch geplant und dann wäre es ja doof, weil es immer spannender ist, im Multiplayer zu spielen. So, hier soll irgendwo ein Anschlagbrett sein. Na, da ist nichts dran. Nicht, dass es immer die gleiche Stelle zum Mähen ist. So, hier könnten wir nochmal Stroh sammeln. Aber ist ja nicht unser Feld. Oh, Eier. Akzeptieren. Wenn irgendwas kommt mit Mähmission, dann nimmst du es direkt an, ne? Ja, jetzt momentan Eier. Was, ich soll Eier mähen? Ne, Eier transportieren. Achso. Ich werde es behandelt wie ein rohes Ei. Ich fahre jetzt auf die Brücke. Ach ne, du siehst ja, dass du nicht in der Gegend bist. So, dürfte ich jetzt die Palette Eier aufnehmen? Danke. Ist der grüne Kreis für dich? Ich hoffe ja, ne? Ja. Eier. Ich pack die Eier in einen Traktor rein. Oh, es ist ein Zirkus in der Stadt, Pascal. Könnt ihr die Tickets lesen. Kaufen? Stehen leider keine Preise. Ach, dann kann ich dir auch leider nichts kaufen. Mann, ich will den Zirkus. Menno, ich will. Kinder mit dem Willen kriegen was auf die Brillen, ne? Ja. Wie sieht es eigentlich finanziell aus? Ja, wir haben immer noch 50.000 Kredit am Laufen. Für den Schlepper, wo viele Zuschauer übrigens zu Recht gefragt haben, wozu habt ihr euch den jetzt eigentlich gekauft? Wozu hatten wir eigentlich den Bührer gekauft? Langeweile? Ja, ich weiß nicht. Für Geld? Ich glaube, beim letzten Mal, wo du dann sagtest, dass du auch ein paar Parts mitgemacht hast, haben wir, glaube ich, schnell überlegt, wir brauchen einen dritten Schlepper. Wobei das eigentlich Quatsch wäre. Aber egal, das rechnet sich bald wieder. Bald brauchen wir ihn auf jeden Fall und der war günstig. Günstig. Weißt du, kannst dich auch erinnern, Pascal, ne? Da kam der Händler an und sagte, hier, den könnt ihr, billig könnt ihr den. Mhm. Also ich habe da Zeugen. Quasi. Ich habe keine Augenzeugen, aber ich habe es gesehen. Was haben die, wie definieren die bitte 2 Minuten, sag mal?
Geschichte 2 Minuten? Ja, sind die nicht schon dreimal um? Kann doch jetzt eben eine. Was mäht hier eigentlich für ein Schaf? Wir haben keine Schafe. Ja, was nun da für Kühe? Haben wir irgendwas in den Lagern? Nee, ne? Glaube nicht. Alles null. Ja, also mal als Hinweis für die Leute, die es vielleicht noch nicht ganz mitgekriegt haben, wir spielen also auf schwer. Und beim Spielmodus schwer hat man vom Start an nichts in den Lagern drin. Ne? Sondern hat von Anfang an einen Arsch voll Schulden. Komm, Mietz, 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 Mietz. War das schwarze Katze von rechts nach links oder von links nach rechts? Mit dem Unglück und so. Naja. Das ist hier jetzt das nächste Arbeitsgerät, mit dem Pascal arbeiten wird. Was immer das sein mag. Alter Schwader, glaube ich. Aber mal gucken, ob die Leute den Müll getrennt haben hier. Ich bin ganz zufrieden mit meiner Palettengabel. Ja, willst du zufrieden, zufrieden. Weißt du eigentlich, was wir für eine Hausnummer haben? Nein. 19. Ja, interessantes Wissen, ne? Will dann lesen, kann ich das auch. So, hier kann man nur noch mal sehen, was es auf der Map alles gibt. Also, der Forst muss hier gepachtet werden. Die Pferde kümmern wir uns dann auch. Schweine, Rinder, logisch. Das kommt dann alles, sobald wir ein bisschen Kohle gemacht haben. Eventuell gucken wir uns dann auch in späteren Verlaufen irgendwann den Forst an, obwohl das ja so gar nicht meins ist. Aber wenn sich das anbietet, machen wir das. Was ist hier? Infopoint Nordheide. Das ist dein Hof. Auf diesem findest du alles, was du brauchst. Silos, Futterlager und... Super. Und so weiter. Es gibt viele Wege, um reich zu werden. Nutze alle Möglichkeiten. Zuchtanlagen, BGA, Verkauf, Goldcoins. Was sind denn Goldcoins? Ach, das sind diese Münzen, die man suchen muss, ne? Ja. Hast du mir irgendwo eine gesehen? Sollen hier irgendwo sein. Mach die Augen auf. Transport und Emission, Forst und vieles mehr. Gutes Gelingen, der Vorbesitzer. Ich schmeiß mal... Was? Mysteriöser Brunnen. Sie schauen in die Tiefe des Brunnens und kriegen den Eindruck, dass es ihnen nach glänzenden Dingen dürstet. 100, also da muss man die Münzen reinschmeißen. Ja. Wenn du alle 100 hast, dann reinschmeißen, dann kriegst du irgendwas. Eine Meerjungfrau? So. Das weiß ich nicht. Keine offene Mission, jetzt erzähl mir noch mal einer was von 2 Minuten. Hätte ihm ja seine gemacht. Ja, das ist doch, du hast doch länger als 2 Minuten gebraucht, um deine Eier da wegzufahren. Also um die Eier da wegzufahren. Ich muss nur aufnehmen, rückwärts fahren, ums Haus rum, beim Schlepper wieder abgeben. Das ist der Bauer, wo wir das Feld abgeerntet hatten. Okay, also sprich da noch mit uns. Ja, der will ja die ganze Zeit palettenweise Eier haben hiervon. Und die hast du bei uns vom Hof geholt? Nee, von hier, von der, ach so, aus dem Hafen. Weil ich wollte gerade sagen, mysteriös, weil wir nämlich gar keine Hühner haben. Die habe ich dann in seinen Schlepper gepackt. Ballenverkauf. Achtung, wenn sie durch die Halle fahren, dann verkaufen sie alle Ballen, die geladen wurden. Also die Map ist zwar klein, aber ich finde, die haben sich echt viel Mühe gegeben. Detailreich. Ja, aber das ist eben FSM, ne? Ja, man... Ich sag nur OGF damals. Ne, das war ja das OGF war von... Nicht FSM. Irgendwo war auch FSM dabei, ne? Ja, Carmen haben sie zum Beispiel damals gemacht, wo wir viel drauf gespielt haben. Mhm. Und da haben wir ja richtig viel drauf gespielt früher. Ich mach reicht mal Multiplayer, ne? Ich mach mal eine Vorschau auf die Hoftankanlage. Oh, 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 weg, 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 weg. Nein, Musik. Ja, fang ich auch noch an. Das könnte jetzt eventuell für YouTube schon wieder gereicht haben. Dass dieses tolle vollautomatische Content-System zuschlägt. Warte mal, wie lange braucht denn so eine Mission? Ja, ist immer noch nix.
Das wird definitiv der spannendste Part, den wir je gemacht haben. Nein, ich habe schon ein paar Touren gefahren, ne? Ja. Ja, ich werde YouTubes. Ich werde YouTubes Pascal-Kanal natürlich unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Aber ihr seht ihn ja auch auf meinem YouTube-Kanal. Glaube ich ganz normal der Apex, ne? Ja. Aber ich mache auf jeden Fall nochmal einen Link rein. Oder könnt ihr dann die Videos, zumindest die jetzigen, auch aus seiner Perspektive sehen. Im Laufe dieses Projekts werden auch noch der ein oder andere YouTuber mit dabei sein, die dann logischerweise auch Videos machen werden. Und für alle, die sagen, hört bitte nicht auf, keine Angst, wir hören noch lange nicht auf. So viel sei gewiss. Die fahren hier aber auch ganz schön rasch hier um die Ecken, ne? Bist immer noch bei den Miezen da am Hafen, komm gefälligst hierher zurück. Die fangen ja die Transportmission an. Ist ja Arbeitsverweigerung quasi. Wir reden übrigens über Handy, nicht dass ihr euch wundert hier, ne? Oh Mann. Das Warten, ne? Ja. Jetzt ist was da, jetzt ist bestimmt was da, jetzt ist was da, jetzt ist was da, jetzt ist bestimmt was da, jetzt. Auch erzähl mir noch nichts. 2 Minuten oder was? Ich laufe mal zum Pferdehof. Ja, das kann, glaube ich, noch ein bisschen dauern hier. Wenn irgendwas ist, du hast das ja im Blick, ne? Mhm. Ja, ich hab's im Blick. Ui, diese Sportlichkeit ist unglaublich. Ich hab alles im Blick. Guck auf das Missionsbrett, bitte. Ist nichts drin, ne? So, das ist die Pferdezucht hier. Die wird also genauso versorgt wie Schweine- und Rinderzucht. Wir müssen dringend daran denken, dass wir uns dann bei Zeiten auch mal einen Pferdeanhänger mit runterladen. Das wird bei FSM eingeben. Gibt es einen? Das wird ja logisch. Dass wir dann auch mal die Pferde wegbringen können, aber bis dahin ist ja noch einiges Zeit. Oh, willst du eine, soll ich eine Karotte mitbringen? Danke, nein. Die sieht aber echt, die sieht echt frisch aus. Lecker. Wirklich 2 Minuten? Das sag ich doch die ganze Zeit. Ich pflück mal Blumen. Grastextur ist auch echt schön, ne? Ja. Die, die da so gemacht haben. Der Standard von FSMD, ne? Ja, habe ich auch in alle möglichen Maps eingebaut. So, schönen guten Tag, der Herr. Allgemeine Umfrage. Gut, dann zu Ihnen. Allgemeine Verkehrskontrolle. Auch nicht. Die wollen alle nicht mit mir reden, Pascal. Was sagst du dazu? Was soll man dazu sagen, ne? Junge Frau, Sie müsste ich mal... Vielleicht doch nicht. Ja, Sie kommen mal mit mir mit. Hallo, kurz stehen bleiben. Sofort stehen bleiben. Also, ich glaube, die hat nichts, also... Keine offenen Missionen. Hier hängt Unterwäsche an der Wäscheleine. Oh Gott. Ja, was soll ich denn sagen? Größe? Ich gehe eine Runde schwimmen. Wir könnten hier im Schilf Verstecken spielen. Aber du bist ja lieber am Hafen. Ja. So muss das halt, ne? Ja. Was bringt das, wenn ich wieder runterfahren musste? Geh jetzt noch eine Spielen auf Spielplatz. Kannst du mal kommen und mich anschieben?
hier auf diesem Drehkarussellrad? Danke, nein. Ich passe nicht durch die Rutsche. So ein Cheat. Na, hier kannst du Gill und Mist abgeben. Ja, wir haben nur leider noch keinen. Hallo, könnten Sie mich mal auf dem Drehrad anschieben? Also nein. Wenigstens antworten könnten Sie ja. Unglaublich. Ah, ich habe schon wieder vergessen, Screenshots zu machen. Na ja, gut, dann mache ich die hinterher. Ich vergesse immer, Screenshots zu machen. Soll ich dir was vom Kiosk mitbringen? Ja, eine Wundertüte bitte. Hat leider zu. Du fragst ja dann erst. Ich wusste nicht, dass der zu hat. Ja, ja. Kannst du mich mal hier einschieben? Nee. Das Ding wiegt ungefähr 23 Tonnen. Lass dich doch von deinen da anschieben. Nee. Das hat er auch mal anstrengend. Immer noch keine neue Mission? Doch. Echt? Aber nicht für dich. Och man. Könnten Sie mich mal auf dem Drehkarussell anschieben? Auch nicht. Soll ich mal mutig sein und mal über den Stacheldraht hüpfen? Ich kaufe ein paar Briefmarken. Closet, natürlich. Closet, Toilette. Nein. Ich rufe mal bei Tante Hilde an. Die Staplerfahrer fahren durch mir durch. Was brauche ich wozu? Sind Ihnen die Maschinen der Landwirtschaft nicht so geläufig, können Sie zuerst außerhalb der Karriere die Tutorials durchspielen. Diese zeigen Ihnen die grundlegenden Schritte, um ein Feld zu bestellen. Ich hätte gern ein Feld. So, jetzt habe ich es bestellt. Brüller. Nein. Ein Feld zum Mitnehmen, bitte. Ja, genau. Der war fast noch besser als meiner. Der war besser als deine. Ja, ja, komm, also. Radio, Radio, Radio. Das ist ja schon wieder nur eine Transportmission. Ich hab dir mal eine Transportmission angenommen. Ja, danke. Obwohl, das hätte mir auch klar sein können. Mit Radio gibt's ja nicht viel. Naja, ehe das Niveau hier noch weiter sinkt, sage ich erstmal mal wieder bis hierhin. Schönen Dank fürs Zuschauen. Danke dir, Pascal, wie gehabt. Ja. Und wir hören und sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, reinhauen. Tschüss. Tschüss.